Jeder Pinselstrich muss sitzen. Kaum zurück aus Prag trainiert Julie Böhm schon wieder für die Bodypainting-Weltmeisterschaft. Die findet im Herbst in Österreich statt. Jedes Bodypainting gleicht am Ende einem individuellen Kunstwerk. 6 bis 8 Stunden kann es dauern. Ich möchte die Menschen verzaubern mit meiner Kunst. Sie sollen sich wie in eine andere Welt durch sich selber als Protagonist geführt fühlen. Und das größte Lob ist das immer, wenn sie sich dann später in träumerischer Weise an diesen Tag erinnern. Julie hat in Wien Kunst studiert. Ab und an malt sie noch auf Leinwand. Doch ihre wahre Leidenschaft gilt seit 2009 dem Bodypainting. Was die Wittenbergerin daran reizt, ist die soziale Komponente. Im Gegensatz zur toten Leinwand. Man trägt dazu bei, dass sich jemand anders besser fühlt. Und das begeistert mich an dem Ganzen, auch ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Wie beim Filmteam. Es ist ja auch so, man arbeitet zusammen und schafft am Ende was, was über dich hinausgeht. Und man fühlt sich am Ende auch wirklich nicht mehr nackt, obwohl man eigentlich nackt ist. Aber durch diese ganze Farbe hat man wirklich so ein Selbstbewusstsein, dass man das gar nicht mehr merkt, dass man nackt ist. Mit ihren Kreationen hat Julie schon etliche Preise eingeheimst. Sogar in den USA, in Afrika und Südkorea. Unlängst holte sie in Prag mit ihrer Rosenfrau den 1. Platz im Bodypainting. Mit dieser Uhrenkreation den 3. Platz im Facepainting. Das war auf jeden Fall ein großer Erfolg für mich in Tschechien, in Prag. Vor allem in meiner Lieblingskategorie den 1. Platz zu machen. Zum Gesamtkunstwerk gehören oft noch passende Kostüme oder Kopfschmuck. Auch den kreiert die 35-Jährige selbst. Ihr Atelier gleicht einem Fundus. Für Tatjana gibt es heute jede Menge Schmetterlinge. Ja, ich finde, Schmetterlinge sind eigentlich genau das Sinnbild für Bodypainting. Nämlich, wenn man sich als Raupe fühlt, verpuppt man sich und wird zum Schmetterling durch die Kunst. Ja, und dementsprechend mag ich Schmetterlinge sehr. Kamera läuft und bitte. Das Finale eines jeden Bodypaintings ist das Fotoshooting. Julies Figuren erinnern oft an Feen oder Amazonen. Nicht zufällig. Mit ihren Kunstwerken will sie den Bemalten zu mehr Selbstbewusstsein und Stärke verhelfen. Und noch mehr. Ich möchte einfach auch generell am Ende von meinem Leben sagen können, es war jetzt auch ein Weg, der anderen geholfen hat. Weil zusammen wird man reicher. Und das ist auch so das, was ich mit meiner Kunst bezwecken möchte. Tatjana jedenfalls ist überglücklich über die Fantasiewelt, die auf ihrer Haut entstanden ist.